WhatsApp, Facebook Messenger und Facebook selbst sind die drei am häufigsten heruntergeladenen Apps weltweit. Aber es gibt noch so viele mehr auf dem Markt. Dubais Regierung bietet eine Smart-App namens Dubai Now an. Sie beinhaltet 50 Smart-Services von 22 Fachbereichen und gilt als bahnbrechend für Dubai-Stadt. Wenn eine Stadt neue digitale Wege gehen will, sollte sie sich dafür entscheiden, eine einzige App zu entwickeln. Sie können sich die Bürger herunterladen, um mit den Verantwortlichen der Stadt zu interagieren. Es ist wichtig, eine einheitliche Plattform zu haben, anstatt mehrere verschiedene Apps. Die Entwicklung einzelner Apps ist kostspielig. Eine App für alle Dienste seitens der Regierung bzw. der Stadt ist deutlich günstiger. 2018 verzeichneten die App Stores weltweit 194 Milliarden Downloads. Mehr als 90 Milliarden Euro wurden für mobile Anwendungen ausgegeben. Mit Apps lässt sich viel Geld verdienen. Für Entwickler sind vor allem App-Abos als Einnahmequelle interessant. Hier in Dubai werden Geschäftsmodelle neu definiert. Eine der neuesten Apps auf dem Markt ist Dupes, eine Reise-App, über die sich das Gepäck vor einem Flug bequem von zu Hause oder einem Hotel aus aufgeben lässt. Sobald Sie den Service gebucht haben, kommt ein Mitarbeiter vorbei. Er prüft Ihren Reisepass, wiegt und kennzeichnet Ihr Gepäck und händigt Ihnen eine Bordkarte und die Sicherheitsanweisungen aus. Das Team bringt Ihr Gepäck zum Flughafen, das Sie an Ihrem Zielort wiederbekommen. Apps werden auf der Makroebene zu einem Instrument der Wirtschaft. Wenn es zum Beispiel um die Produktivität von Arbeitskräften geht und wie mit weniger mehr erreicht werden kann. Das hat positive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Anwendungen und Technologien entwickeln sich weiter und verhelfen uns zu schnellerer Innovation. Die App Dupes bringt quasi einen Flughafen ins eigene Zuhause. Das erfordert eine gewisse technologische Aufgeschlossenheit, die es vorher so nicht gab. Für das Start-up hat Sicherheit höchste Priorität. Für Dupes zählt die Sicherheit zu den größten Investitionsbereichen. Die Tatsache, dass die Technologie heute dort ist, wo sie ist, hat uns sehr geholfen, die Sicherheit und Unversehrtheit des Gepäcks zu gewährleisten. Diese Investitionen und die Zusammenarbeit mit den Flughafenbehörden, der Polizei, dem Zoll, haben uns vorangebracht, geeignete Sicherheitsstandards für die Abfertigung des Gepäcks auszuarbeiten. Kommen wir vom Fliegen zum Treibstoff. Cafu ist ein On-Demand-Kraftstofflieferdienst, der Autofahrer überall mit Benzin versorgt. Wenn sich die Tankfüllung dem Ende zuneigt, einfach Ort und Zeit angeben und Cafu kommt vorbei. Wenn wir nicht vollständig im digitalen Zeitalter ankommen, geht es mit der Wirtschaft nicht vorwärts. Apps haben unsere gesamte Lebensweise verändert. Aber ein Bereich, der sich bislang nicht weiterentwickelt hat, ist der Öl- und Gassektor. Wir sind davon überzeugt, dass da noch viel Luft nach oben ist und wir geben den ersten Impuls. Aktuell gibt es weltweit 2,7 Milliarden Smartphone-Nutzer. Ihre Bereitschaft, Geld für Apps auszugeben, wächst. Apps sind wichtiger denn je für die Wirtschaft und für den Alltag.